Die kleinen Wesen. Mein Zimmer ist dunkel, draußen ist's hell. Die Flocken, sie fallen, und schau nur, wie schnell! Ich höre sie den weißen Boden berühren, kann ihre Nähe ja beinahe schon spüren. Doch plötzlich, aber was höre ich denn da? Es kommt von da draußen, ist mir nicht geheuer. Ich höre sie reden, rufen und schreien, ich sehe Gewänder, ganz winzige Laien. Was sind das für Wesen, die dort gehen? Sie schauen mich nicht an, sie bleiben nicht stehen. Ich schließe die Augen, bin ganz verwirrt. Doch öffne ich sie, laufen sie unbeirrt, weiter und weiter ihrem Wege entlang. Was ist hier los? Mir wird ganz bang. Ich möchte sprechen, etwas sagen, doch was soll ich die kleinen Wesen fragen? Ich öffne den Mund, atme tief ein und bin ganz schockiert. Das kann auch nicht sein. Meine Stimme ist weg, man hat sie geklaut. Haben mich die Wesen etwa beraubt? Ist das alles vielleicht nur ein Traum? Diese Geschichte glaubt man doch kaum. Ich sitze im Bett und warte darauf. Los, komm schon, wach endlich auf! Die Wesen drehen sich alle zu mir um. In der Ferne ertönt ein tiefes Bumm. Ihre Augen sind grün im Licht der Laterne. Sie wirken so groß, trotz dieser Ferne. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Die Angst sitzt ihnen tief im Gesicht. Sie schreien herum, zittern wie verrückt. Die Stimmung, sie kippt, ist nun bedrückt. Unheimliche Schatten geben den letzten Schliff. Miauende Katzen sind bereit zum Angriff. Die Angst vor den Wesen hat mich verlassen. Ich spring aus dem Bett, ich kann es kaum fassen. Die Katzen umkreisen fauchend die Dinger. Ich muss mich beeilen, sonst wird es noch schlimmer. Ich nehme Steine vom weißen Boden auf, und dann nimmt alles seinen Lauf. Die Katzen, sie schrecken plötzlich hoch und verkriechen sich fauchend in einem Loch. Ich gehe langsam auf die kleinen Wesen zu. Sie folgen meinen Schritten, passen auf, was ich tue. Meine Hand schwebt über ihren Köpfen hinweg. Und dann, ganz plötzlich und voller Schreck, verschwinden die Wesen, lassen mich allein. Und ich sitze da, denke mir, fein. Ich hab sie gerettet, und das ist auch gut. Es ist eine Sache, die nicht jeder tut. Ich wache auf, lieg in meinem Bett. Die Sonne, sie strahlt und lächelt ganz nett. Habe ich das alles etwa nur geträumt? Und die Wahrheit dahinter vielleicht versäumt? Ich schaue aus dem Fenster, such den Schnee ab. Ich fühle mich komisch, bin ganz schön schlapp. Doch dann sehe ich etwas dort liegen. Ein winziger Zettel mit was drauf geschrieben. Du hast uns beschützt, vielen lieben Dank, die kleinen Engel von der Himmelsbank.